So, willkommen bei einem neuen Minecraft-Video. In diesem Video geht es um die Treppe, die plötzlich im Boden erscheint, ohne dass man sie vorher gesehen hat. Sie ist recht klein geworden, dafür hat sie allerdings keine Treppenstufen, sondern normale Blöcke. Aber hier könnte jetzt man beispielsweise seine Kiste im Boden verstecken und man müsste sich nur den Block merken, wo man den Hebel hinpacken muss. Ja, das Ganze geht halt eben mit einem Hebel und geht auch recht schnell. Und hier könnte man jetzt natürlich auch noch so einen Geheimgang oder ins Haus so einen Gang reinmachen. Das bleibt euch überlassen, wofür ihr diese Treppe nutzt. Ja, und dann würde ich mal sagen, gucken wir mal ein bisschen zum Redstone rüber. Ja, das Ganze hat eine Größe von 3x6, also die Fläche, die es so braucht. Ohne den Input jetzt, der hier mit weißen Quarzblöcken gebaut wurde. Also das Ganze ist eigentlich recht klein dafür, was es kann, finde ich. Es läuft recht schnell und auch flüssig. Und eigentlich rechnet ja niemand damit, dass plötzlich sowas im Boden auftaucht. Ja, anfangen tun wir mit einem einzigen Block. Und dann bauen wir hier links und rechts daneben eine Fläche von 2x3 auf. Hierhin kommen normale Repeater. Jetzt habe ich gerade keinen Redstone dabei. So, das wird dann hier einmal so hingelegt, in T-Form von dieser Seite aus betrachtet. Und dann kommen hier drei Blöcke hin, oben drauf kommen jeweils Pisten. So, jetzt komme ich schon zum nächsten. Hier kommt ein Repeater hin, da müssen wir gleich mal gucken, wie lang der an sein soll. Und dann packen wir hier jetzt erstmal noch einen Block hin, weil da kommt dann noch ein Pisten hin. Ich glaube, der muss gleich auf dem dritten Delay sein. Das können wir aber ganz leicht gleich einmal nachgucken. So, und jetzt komme ich schon zu den Pisten, die die Blöcke wegziehen. Hier kommt auch noch einer hin, der ist nachher zum Block-Update da. So, und so wird das Ganze hier aufgebaut. Hier kommt Redstone hin und hier ein Repeater auf dem letzten Tick. Und dann bauen wir das hier einmal so rüber. Und hätten hier dran jetzt unseren Input. Hier können wir das jetzt so verlegen. Und dann müssen wir hier jetzt nur noch unseren Boden draufpacken. Und dann können wir jetzt schon mal überprüfen, ob das Ganze geht. Hier die Redstone-Fackel nicht vergessen. So, das geht schon mal. Das noch nicht. Das heißt, den setzen wir noch einen weiter. Und es geht einwandfrei. Hier könnt ihr den Block natürlich dann auch noch durch etwas anderes ersetzen. So viel war das schon davon, wie man das Ganze aufbaut. Viel Spaß damit, Leute. Bis zum nächsten Video.